Servus und herzlich willkommen bei Thunderstrike. Genau richtig. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch das so vorstellen könnt, dass es nicht irgendein Friedhof hier ist. Friedhof ist ein Hauptbegriff. Aber dieses hier ist speziell ein Kriegsfriedhof, wo wir uns gerade befinden. Und es ist eine ganz, ganz traurige Geschichte eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Weil es gibt hier natürlich welche mit Namen, aber es gibt auch, im Krieg sind natürlich auch welche gefallen, die einfach nicht wiedererkennbar waren. Wo, man wusste nicht, wo sie wohnen oder sonst was. Man sagte einfach, derjenige wurde als unbekannt begraben. Er wurde während des Krieges so verstümmelt und unkenntlich durch die Bomben und alles Mögliche gemacht. Nicht mal durch die Zähne konnte man es wieder erkennen, wie die Person gehießen hat oder etwaiges. Und es ist schon echt sehr traurig, weil es ist ja nicht nur eine, es sind viele, viele, viele Personen. Man muss sich das auch so vorstellen, die Angehörigen wussten quasi gar nicht, sie wussten, ihr Liebster oder so kam nicht nach Hause, aber man wusste auch nicht, ob er das ist. Das ist das Traurige, man konnte gar nicht richtig Abschied nehmen, wie man das normalerweise in der heutigen Zeit kennt. Deswegen wurde trotzdem, was ich sehr, sehr schön finde, trotzdem auf diesem Platz ein kleiner Friedhof für die Kriegsleute fertig gemacht, wo einfach drauf steht, Unbekannter aus da und da. Und ja. So, dass die Leute wenigstens die Chance hatten, dahin zu gehen und ein bisschen zu trauern, so dass sie wenigstens einen Anhaltspunkt hatten, wo sie hingehen konnten. Und man kann die Nationen auch gar nicht alle aufzählen, weil es ist von der Nationalität her fast komplett aus der ganzen Welt. Ja. Und es sind einige Nationen dabei, wo es wirklich dann nicht mehr wieder zu erkennen war. Und das ist für die Angehörigen eigentlich schon fast unzumutbar, ne? Weil du wartest Jahre, Monate, Jahre da drauf und hast die Hoffnung noch, ich möchte mir das gar nicht ausmalen. Weil heutzutage ist das so, wenn man versterbt, man bringt denjenigen, ich sag jetzt mal, es gibt ja mehrere Bestattungen, ja. Du hast die Möglichkeit, du planst, bla bla bla, und du machst das alles schön für deinen Liebsten, nochmal so richtig Abschied zu nehmen. Das gab's früher nicht. Nee. Das gab es gar nicht. Und das nimmt man eigentlich gar nicht mehr wahr, was früher war. Viele vergessen das einfach und sagen so, wir leben ja in heute, das ist ja auch okay. Aber man sollte die Vergangenheit überhaupt nicht vergessen, weil das, was damals passiert ist, wie sie gestorben sind, wie man mit den, ich sag jetzt mal, mit wirklich den Leichen umgegangen ist, das ist unter aller Sau. Und von daher, trotzdem gibt es diesen Friedhof, ne? Und trotzdem, muss ich sagen, haben sie das Beste rausgeholt mit vielen Kleinigkeiten hier, wo ich sagen muss, es ist schön, dass es so einen Ort gibt und dass es, ja, dass es gemacht worden ist. Aber dann gibt es auch die dunkle Seite. Das heißt, man soll die Geschichten ruhen lassen, aber man sollte sie niemals vergessen. Hinter uns befindet sich ein Schild, wo man sehen kann, dass nochmal ein Gedenkstein hier irgendwo war, aber 1945, wie man jetzt auch sehen kann, das ist ein wuchtiges Teil, wurde es als Ehrenmal errichtet. Und ja, leider muss man sagen, hat das Land Niedersachsen 1956 wegen eines kleinen Fehlers in der Schrift wegsprengen lassen. Das schüttel ich wegen einem Fehler. Also dieser Gedenkstein wurde eigentlich hingestellt, damit sie trauern können, und es wird einfach gesprengt, weil da ein Druckfehler drin ist, weil da ein Fehler war, weil das nicht perfekt war. Das ist so typisch, muss ich leider sagen, Deutschland. Ja. Deutschland will es perfekt haben. Deutschland will immer alles 1A haben. Aber wir Menschen sind nicht perfekt. Nein. Dieser Gedenkstein, ich glaube, die Leute hätten einfach gesagt, egal, da ist ein kleiner Druckfehler drauf, oder man hätte es vielleicht ausbessern können. Nein, er wurde gesprengt und abgerissen. Und das ist die dunkle Seite. Es hört nie auf. Es hört nie auf. Klar, es ist nicht mehr so schlimm wie damals. Na, uns, ich sage immer, uns geht's heute zu gut. Uns geht's heute wirklich zu gut. Wir können stolz sein, was jetzt gerade ist, weil das hatten sie damals alles nicht, diese Chancen. Zu unserer linken Seite seht ihr alles Grabsteine, die namentlich aber auch erwähnt worden sind. Also steht aber kein Datum oder so drauf. Sie sind alle einheitlich gleich gemacht worden.
Und man merkt auch, ich glaube, hier kommt keiner richtig mehr hin, weil man drumherum befinden sich zwar manchmal noch Kerzen, aber selber das Grab wird jetzt nicht mehr gepflegt. Das sieht man. Ja, die Grabpflege ist deswegen auch nicht, das hat einen Punkt, weil dieses komplette Grab ist hier von Jugoslawien, also von jugoslawischen Soldaten. Wie ich habe ja eben erwähnt gehabt, es sind viele Nationen gewesen, die hier Leben verloren haben. Und ist logisch, dann kann es nur hier von diesem Ort her gepflegt werden, weil überlegt mal, wie weit Jugoslawien von uns entfernt ist. Das funktioniert nicht. Klar wohnen wahrscheinlich ein paar hier in Deutschland, aber wahrscheinlich nicht unbedingt diese Leute. Deswegen, ja, es ist viel zu pflegen hier. Verdammte Menge. Und ich glaube, viele machen es auch ehrenamtlich hier. Was ich persönlich schade finde, dass kein Datum mit draufsteht, aber vielleicht haben sie es im Nachhinein gemacht. Ich weiß es nicht, aber so wie ich das in den Berichten gelesen habe, sind diese, also dieses, wie man das sieht, mit den Kreuz schon damals so gewesen, so viel ich weiß. Ne? Also, aber ich finde es schön, es ist hier alles schön zutiert, sag ich mal. Es ist hier wirklich zutiert, das ist wirklich ein Land, muss man sagen. Ja. Ne? Es ist ein Land und so ist hier alles ein bisschen aufgeteilt worden. Also so, also ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ne? Was ganz komisch ist, hier sind immer so eine riesen Felder mit halt so Grünzeug, wo wir eigentlich gedacht haben, das hat man einfach so gemacht, dass es einfach netter aussieht und so mit den Wegen und so. Aber dann befinden sich hier halt 1, 2, 3, 4, so wie es aussieht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, das ist jetzt gerade das Problem, aber wir haben das Gefühl, dass es Russland ist. Genau, dass es russische Soldaten waren. Und uns ist hier aufgefallen, weil das KZ-Lager wurde 45 ja, halt befreit, kann man sagen. Die wurden dann befreit 1945. Und diese vier, die sind nicht alt geworden und haben es halt nicht mehr geschafft. Nee. Also eher ganz knapp. Also dieser junge Mann hier, der ist gerade mal 23 Jahre alt geworden, ist 3 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg geboren und ja, hat eigentlich praktisch den Zweiten Weltkrieg, weil 45, hat praktisch überlebt, aber ist dann doch noch am 28.02.45, ja, kurz geschafft. Vor Ende. Warum, aus welchem Grund, das können wir jetzt nicht sagen, das steht hier natürlich nicht. Ich finde es nur, keine Ahnung, das nimmt mir den Atem ein bisschen weg, meine Luft, die wird so, ich kann es euch nicht beschreiben, weil wenn man das so sieht, 1945 wurden die Leute befreit, da wurde dieses KZ-Lager aufgelöst, sage ich jetzt mal. Ja. Es gibt verschiedene KZ-Lager, ne? Nicht, dass ich hier was Falsches sage, aber dieses KZ-Lager wurde halt aufgelöst, die wurden befreit und dieser junge Mann hätte es vielleicht noch schaffen können, wisst ihr, mit 23 zu versterben, das ist, der hätte noch so viel vor sich haben können. Das damalige Zeit, ne? Du weißt nicht, was abgelaufen ist. Aber ich schätze mal, er hat vielleicht gut gekämpft bis zum Schluss. Denke ich auch mal. Viele werden jetzt sagen, das waren die Russen, das war die Türkei, das war blablabla. Jeder hat halt für sein Land gekämpft, ne? Und das ist auch ganz klar. Damals waren andere Gesetzlagen, es war alles anders. Und natürlich hat jeder für sein Land gekämpft. So, ich bin um Gottes Willen nicht stolz darauf, muss ich ganz krass sagen. Ja, wir sind Deutsche, ja, aber was wir auch manchmal, also nicht wir, aber unser Land manchmal gemacht haben, war auch nicht richtig, finde ich. Also wenn man so drüber nachdenkt, wie wir mit Menschen umgegangen sind, kann ich manchmal die ganze Geschichte verstehen, dass manche auch böse auf die Deutschen reagieren. Das ist natürlich ganz klar, weil jeder beschützt sein Land, oder nicht? Ja. Das ist richtig. Das, was damals passiert ist, da können wir in der Zukunft, wir können ja nichts dafür. Es ist damals passiert. Es gab welche, die haben eine Macht gehabt, die sie schamlos ausgenutzt haben. Klar, sie wollten für ihr eigenes Land, sie wollten es vergrößern, aber im Ehrlichkeit verstehe ich es nicht. Soll doch jeder mit dem zufrieden sein, was er hat. Wir haben große Länder. So im Endeffekt, einige Länder helfen den anderen auch. Es,
Ich raff es manchmal, tut mir leid dafür. Ja, früher waren andere Gesetzlage. Ja, heute ist es wieder anders. Sonst würden wir auch nicht so sein, wie wir jetzt sind, weil wir haben gelernt, sag ich ja jetzt mal, es sind nicht alle Deutschen schlecht und es sind auch nicht alle, ich sag mal, wir sind genauso Ausländer eigentlich. Für die sind wir auch Ausländer, ne? Weil viele sagen mal, die ausländischen Mitbürger, ne? Wo ich sagen muss, aber wir sind doch auch Ausländer. Für die, wenn die aus dem anderen Land kommen, dann sagen sie zu uns doch auch Ausländer. Versteht ihr den Sinn gerade? Ja, das ist halt so, ja, jeder liebt sein Land, jeder hat einen anderen Glauben. Jeder isst was anderes. Ne? Früher war das auch wieder anders mit dem Essen. Aber das müsst ihr euch mal auch vor Augen halten. Das hier ist um Gottes Willen überhaupt nicht lustig oder sonst was. Keine Ahnung. Es ist, wenn man das so mal wirklich vor Augen betrachtet und mal überlegt, was hier eigentlich los war, dann ist das ganz, ganz armselig und traurig eigentlich. So, wir befinden uns jetzt hier oben. Da hat man ein riesiges Kreuz halt aufgestellt. Schade, dass da nicht noch so ein Spruch drauf wäre oder so. Ne? Wenn man von hier oben guckt, ich kann dieses Gefühl kaum beschreiben, weiß ich nicht. Auf der einen Seite durch die Bäume und durch die ganzen Büsche und alles sieht es irgendwo schön aus. Man hört die Vögel zwitschern, es ist schön ruhig hier, alles toll. Aber dann sind die Kreuze halt da, weil man weiß halt, es ist eine Gedenkstätte sozusagen an den Krieg. Und ich würde mal sagen, da gehen so viele Gedanken durch den Kopf. Ne? Ja, das es ist schwer zu beschreiben. Außerdem, die Anlage wird noch gepflegt auf eine Art und Weise. Zwar nicht so wie auf unserem Friedhof heute. Das liegt aber auch einfach daran, glaube ich jetzt mal. Ich stelle jetzt eine Behauptung auf. Also wenn jemand Bescheid weiß, wie das eigentlich hier abläuft mit der Pflege, könnt ihr es ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Und zwar seht ihr ja den Unkraut hier und so weiter und so fort. Das glaube ich liegt einfach daran. Ich würde mal sagen, auf unserem Friedhof heute ist ja so, man bezahlt, wenn man eine Grabstätte hat, also wenn man seinen eigenen Platz hat, wenn man seine Familie da liegen hat und so, muss man Geld dafür in Deutschland zahlen. Und das nicht gerade wenig. Du bezahlst für diesen Platz und musst ihn dann auch noch selber pflegen. Ja, ich kenne das ja auch von meiner Familie. Da müssen wir immer hin, das sauber machen und so weiter, dass es schön bleibt, dass es erhalten bleibt. Ich glaube aber, hier ist das einfach alles ganz anders. Einfach. Da streiten sich zwei Vögel. Das habe ich jetzt auch gerade verfolgt. Das haben sie gefunden. Hier ist die Natur echt irgendwie. Wow. Ja. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, es ist hier einfach das Problem. Sie haben eine Gedenkstätte errichtet für die verstorbenen Soldaten. Aber das Problem ist hier einfach, man merkt auch, hier ist das Wasser abgestellt teilweise, ist uns aufgefallen, dass hier kaum noch einer herkommt. Weil die Familien vielleicht nicht hier wohnen, weil die Familien schon selber verstorben sind. Man muss ja mal die Zeit rechnen, wie lange das her ist. Und wenn jetzt natürlich jemand das hier alles pflegen soll, dann macht es dann wieder die Stadt. Das kostet Kohle. Und die Stadt sagt, aber hier ist keine Kapelle, hier finden keine Beerdigung mehr statt. Es ist sozusagen, man kann sagen, wirklich, hier, es ruht hier alles. So, hier kommen ab und zu Menschen rauf, um sich das anzugucken, ja. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn das hier einer pflegt, dann machen sie es ehrenamtlich. Weil sie die Geschichte oder so weiter und so fort einfach erhalten lassen wollen und das nicht zuwuchern lassen wollen. Weil jeder weiß,
irgendwann wird das dann nicht mehr da sein. Es wuchert und wuchert und wuchert und der ganze Platz für Werk und die Gedenkstätte wäre nicht mehr da. Also glaube ich, dass die Stadt gar nicht so viel da bezahlt und dass es viele einfach ehrenamtlich machen. Gehen jetzt meine Vermutung von, so würde ich das schätzen, weil so wie es hier aussieht, ne? Wie wir eben da gerade gesehen haben, war ja komplett jugoslawisches. Jetzt können wir gerade mal drauf gucken. Vielleicht liegt es auch auf einmal so drauf. Das hier ist Polen. Genau. Also hier sind die ganzen polnischen. Hier ist sogar einer noch mit Namen erwähnt. Die anderen sind alle unbekannt da drüben. Und da vorne ist nur ausländisch. Polen. Und hier, ab hier, komplett die ganzen drei Reihen. Die Leute sind unbekannt. Die Leute sind nicht mehr wiederzuerkennen gewesen. Sie wurden verstümmelt. Genau, richtig. So sieht man das hier. Alles unbekannte ausländischer Soldat steht nur drauf. Alles, was ihr hier seht. Außer bei manchen konnte man sagen, der kam aus Polen. Aber ansonsten, außer einen, das können wir uns nicht ganz erklären. Bei einem ist es wirklich so, da konnten sie den Namen noch mit drauf machen. Ich weiß nicht, ob sie ihn nachhinein doch noch wiedererkannt haben. Mit samt Datum sogar. Ja, 45. Auch kurz bevor sozusagen das KZ aufgelöst worden ist. So, jetzt haben wir noch an einer Ecke was gesehen, was erst so vom Weiten gar nicht zu sehen war und so. Haben wir auch gesagt, ja, das sind Verstorbene, na, ganz klar. Aber als man dann genauer hinguckte... Ich lese es jetzt mal vor, weil das ist schon der Hammer. Den Namen lasst es weg. Alleine er wurde in Hannover verfolgt. Er wurde in Neuengamme deponiert. Und er wurde hier in seinem Bostel ermordet. Hallo? Ist für mich unbegreiflich, tut mir leid, da fehlen mir die Worte. Was in den Menschen auch vorgehen musste damals, was die erlebt haben. Die, wenn man überlegt, wir gehen heutzutage überall hin, wo wir wollen. Ja. Na, wir machen das, wir wollen heute Kino, wir wollen heute das, wir machen das. Die werden verfolgt und werden deponiert dann. Hallo, sind wir Schlachtvieh oder irgendwas? Oder sind wir irgendwas, was, sind wir Ware? Die dann einfach so, keine Ahnung, von A nach B transportiert werden kann? Wie auf Deutsch gesagt war das damals so. Es war damals wirklich so, dass... ich pack mir einen Kopf. Wir waren keine Menschen mehr, kann man sagen. Wir waren echt keine Menschen mehr. Wir wurden behandelt wie der letzte Dreck. Alle. Ist egal wer. Alle Nationen. Ja, ich glaube, wir haben damals zu der Zeit, wir haben das ja nicht miterlebt. Und um Gottes Willen, ich will das auch nicht. Und mir tun die ganzen Menschen so leid, weil das ist Wahnsinn. Die haben sich was aufgebaut, haben vielleicht ein Kind gekriegt, vielleicht wurde auch das Baby ermordet und was weiß ich nicht alles. Das muss man mit sich Sicherheit. Mal, das muss man sich mal, diese ganze Geschichte, muss man sich wirklich mal so, ja, gucken, er kriegt einen Ehrenplatz. Ich würde sagen, ein Franzose, ein Leutnant. Ja. Auf jeden Fall ist es schön, dass es so Gedenkstätten gibt, dass man einfach auch nochmal die Leute so ein bisschen wachrüttelt. Und das ist so eigentlich, warum wir das auch machen. Wir wollen auf Deutsch gesagt nochmal, öffnet nochmal eure Augen und überlegt mal eigentlich, wir Menschen heutzutage, die heute geboren werden, sind so unzufrieden und so undankbar. Und dabei haben wir so viel, was es damals gar nicht gab. Du hast es gut angesprochen. Du hast es echt jetzt gerade gut angesprochen. Ihr wisst heute gar nicht, wie gut es uns geht. In früheren Zeiten, zu Kriegszeiten, es wurde alles auf Gramm, auf Liter oder besser gesagt Milliliter, noch nicht mal Liter, es wurde sehr wenig ausgegeben, wurde es eingeteilt für die Leute. Mhm. Deswegen waren die Leute auch so mager gewesen. Die konnten sich nicht reinpumpen in den Körper, was sie wollten. Mhm. Sah nicht heute so aus. Ich will jetzt niemanden verurteilen. Aber man sollte mal darüber nachdenken. Es geht uns so gut, egal in was für eine Sachen, in Freizeit, in Essen und alles. Ne? Und diese Menschen hier, die hier liegen, die haben eigentlich tagtäglich nur um ihr Leben gekämpft. Die waren alles dankbar. Die waren dankbar für alles. Für jedes Stück Brot, was sie gekriegt haben, waren sie dankbar. Für jedes, was sie erleben konnten. Ja, und heute wird alles vor die Füße gelegt. Klar, wir müssen auch arbeiten dafür. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, gehen wir nicht arbeiten, können wir uns nichts leisten. Aber es gibt immer noch eine Möglichkeit, wir können zum Amt gehen. Das ist ja das, das gab es ja früher auch nicht. Nee. Das war wirklich so, du hattest Pech. Du hattest wirklich Pech. So, hier kann man das sehr gut erkennen, dass hier, glaube ich, kein Wasser mehr fließt. Das gehört da eigentlich so ran. Sah eigentlich ganz schön aus mit diesen Steinen. Aber
warum auch immer, wurde hier das Wasser komplett abgestellt. Vielleicht weil keiner mehr so richtig kommt. Ich weiß es nicht. Eben schon gerade erwähnt hatten, mit den Leuten, die vertrieben worden sind und später dann ermordet worden sind, kann man es hier auch ganz gut dran erkennen. Schaut euch dieses Bild an. Dieser Mann ist einer derjenigen gewesen, der wurde vertrieben vom Neuen Gamme zum Konzentrationslager und dann nach St. Bostel. Die wurden getrieben, die sind gelaufen, diese ganzen vielen Kilometer. Und wie ihr gerade auf dem Bild gesehen habt, wie er aussieht, was er anhat. Diese Kleidung, das ist totaler Wahnsinn. Entschuldigung, aber da geht es mir durch und durch gerade im Körper. Das Schlimmste an das Ganze ist, dass die meisten an Hunger, man sieht auch, der hat nicht wirklich das Essen gekriegt, was er eigentlich bräuchte. Das hat schon nichts mehr mit Menschlichkeit oder Krieg zu tun. Das ist erbärmlich. Das ist einfach nur erbärmlich. Wie man hier zum Beispiel sehen und lesen kann, die KZ-Toten wurden 1953 bis 1956 aus Massengräbern im Umkreis des Lagers St. Bostel sowie Brilit, Bremervörde, an der Höhne und Mulsum auf den Friedhof überführt. Guckt euch diese Liste an. Das ist der pure Wahnsinn. Ich tut mir leid, aber da fehlen mir echt die Worte. Das ist, was sollte das früher? Was wir besonders toll finden, dass es noch Menschen gibt, die einfach es nochmal richtig aufleben lassen. Die einfach sagen, komm, da sind Menschen gestorben, da war eine ganz schlimme Geschichte, wir starten Projekte. Das muss man echt mal sagen, Respekt dafür. Und ich glaube, dass es auch alles ehrenamtlich ist. Ich glaube nicht, dass sie dafür Geld kriegen, dass sie einfach sagen, so, wir interessieren uns für Geschichte und so weiter. Das ist halt eine Stiftung, hier ist ein ganz großes Schild angefertigt worden. Natürlich auch auf andere Sprachen, was natürlich auch sehr toll ist. Mhm. Und sie haben sich das Projekt Namensziegel ausgedacht. Das müsst ihr euch so vorstellen. Alle die Verstorbenen, sag ich jetzt mal, wurden hier festgehalten mit einem Projekt, mit kleinen Platten. Und da drauf stehen die ganzen Namen. Die ganzen Namen, mit wann sie geboren sind, mit das Datum, wann sie verstorben sind, ermordet sind, erschossen worden, ich weiß alles nicht. Jeder hat ja seine Geschichte, glaube ich, mit sich getragen. Und das haben sie hier, wie ihr seht, alles festgehalten. Guckt euch das mal an.
Das ist Wahnsinn. Und ich weiß, dass die heute noch dabei sind, ne? Wir haben sie letzten einmal gesehen. Was ich dazu sagen muss, sie sind seit 2011 da dran. Das sind 10 Jahre mittlerweile, seitdem sie dran sind. Ja, sie müssen ja auch forschen, ne? Sie müssen ja auch forschen. Guck mal hier zum Beispiel, hier ist Einnahme, da wussten sie gar nicht. Ja doch, oder? Das ist doch 19.06. doch. Ja, es ist Wahnsinn. Aus. Es ist auch Handarbeit, ne? Es ist alles mit, die machen das mit der Hand alles da rein. Und dann ja, fahren sie hierher, weil sie machen es ja nicht hier vor Ort, haben das dann so aufgestellt und machen nach und nach neue Platten rein, wie man das jetzt hier zum Beispiel sehr gut sieht. Hier sind sie halt noch nicht fertig. Da kommen auch noch welche hin. So. Ja, aber sie haben bald das Ende erreicht. Ne? Ja. Man kann sagen, dann 10 Jahre Handarbeit verrichtet. Antons, hier muss erstmal da reinritzen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und dann muss es noch gebrannt werden, weil es muss ja erhärten, die ganze. Das ist das Wahnsinn. Und ich frage mich, okay, die haben normalen Zement, haben sie dann genommen, das festzumachen. Wie praktisch wie eine Ziegel. Mhm, ne? Genau. Aber guckt euch das mal an. Das ist nicht Hammer. Wahnsinn. Hammer. Echt Respekt, kann ich nur sagen. Respekt. Ja. Kann das habt ihr toll sagen. Gemacht. Auf Super. Jeden Fall. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Und auch, dass man dann so rumgehen kann. Das ist mal was anderes als ein Gedenkstein, einfach nur ein Stein, ja. Sondern wirklich auf eine andere Art und Weise. Habe ich so auch noch nicht gesehen und da habt ihr ein ganz, ganz tolles Projekt jedenfalls Richtig gestartet. Richtig mit Herz dabei gewesen, Das Bombe. Also ist sehenswert, auf jeden Fall, einfach toll. Fehlen uns echt die Worte mal wieder, weil das ist, wow, macht weiter so. Ganz vorne am Eingang hat man dann so von der Kriegsgräberstätte St. Bostel einen Plan hingestellt, dass man auch sieht, wo was ist. Und es ist einfach Wahnsinn. Also wie zum Beispiel hier zu sehen, Römisch 1, brauchen wir nur zu lesen. Da sind 14 Sammelgräber sowjetischer Kriegsgefangener, wo wir eben gerade gestanden haben. Die Toten ruhen unter der in der Nachkriegszeit umgestalteten Oberfläche in 53 Massengräbern. Dann haben wir zwei, das ist da oben. Das sind ca. 100 Einzelgräber der jugoslawischen, wo wir auch vorhin drüber gesprochen haben. Und dann kommt hier der zweite Teil. Da haben wir, wo wir eben gerade noch unbewusst waren, diese drei Kreuze nebeneinander. Das sind 2397 Einzelgräber umgebetteter Kfz-Häftlinge. Also, naja, Deutschsprache, schwere Sprache, ne? Aber es ist doch echt, das ist heftig. Wahnsinn. Das ist heftig, aber schön alles aufgelistet. Ja, auf und Fall. Das Ganze auch in 4 verschiedenen Sprachen, ja. Was auch sehr schön ist.